Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel American Dead Apocalypse Son. Ich werde erstmal starten und warten. Ja, ich habe das gerade schon mal gestartet, da muss ich auf einmal einen neuen Account anfangen. Da habe ich mir aber gedacht, nee, das kann nicht sein, ich habe doch schon mal das gemacht und da habe ich meinen alten Account wieder gekriegt und ich habe ihn auch wieder gefunden. Bei der Kontoverwaltung. Ja. Und jetzt warten. Schneller, schneller. Und da sind wir mit meinem alten Account. Schön. Belohnung, ja, 6 Millionen, alles voll, das ist doch schön, wenn man länger nicht spielt, kriegt man zum Belohnungsfernsehen, was ist denn da Neues jetzt? Wann war denn der Fan die Belohnung gewesen? Die hier am 19. Oh, schon so lange her. Na gut, eine neue Trophäe habe ich auch gekriegt. Oh, eine legendäre. Wo packe ich die hin? Die ist legendär. Mache ich die hier weg. Ausstellen, dahin. Das Spiel. Gut, 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 gut. Ich habe 2995. Oh, die sind fertig. Ist der Sound an? Ich höre gar nichts vom Sound. Box ist auch an. Sound ist an. Komisch. Oder ist hier Sound aus? Ach da. Gut, dann haben wir das alles. Dann gehen wir mal zu den Tagesquest. Täglich. Videos anschauen. Ne, machen wir nicht. Das gehört dazu. Dann haben wir das hier als nächstes. Schließe tägliche Quest ab. Mit der du keine Werbung ansehen musst. Ja, das wollen wir machen. Shopping, Einkaufszentrum. Oh, die ist neu. Da ist auch neu. Ich gehe mal in ein Labyrinth. Machen wir erst das Labyrinth und danach machen wir Shopping. Okay. Hier ist das Shopping, was wir machen müssen. Einkaufszentrum. Aber erst einmal gucke nach dem Labyrinth. Noch einen dazu nehmen. Alle sortiert, also nehmen wir den hier mit. Zack. Oh, noch zwei. Dann
Nehmen wir den auch noch mit. Und den hier. Bestätigen. Kleinen Freund. Zufällig. Ach ne, da muss ich mit den anderen spielen. Dann brauchst du schon richtige Leute. Also. Dann müsste ich meine. Brauche ich richtige Leute. Also nicht Leute mitspielen, sondern hier neue Charaktere, die richtig angezogen sind. Weil sonst hauen die Leute ab, wenn sie sehen, dass ich mit solchen Leuten hier kämpfe. Angriff. Gut, dann werden wir mal starten den Kampf. Nächster Kampf. Oh, das ist neu. Meine tägliche Mission ist ja, 5 Stück zu machen, aber ich probiere so weit zu kommen, wie es geht. Die haben ja alle Weihnachtssachen an. Ist doch noch kein Weihnachten. Ah, die Waffe geht nur, wenn ein gegnerischer Dingens da ist, Tank. Oh, das ist Halloween wahrscheinlich, ja. Habe ich mit Chili geschmissen? Beschwör ihn. Ja, super. Also, ich komme vielleicht noch 2 Runden weiter und dann bin ich wahrscheinlich down.
Das war Runde 1. Und ich denke, bei der will ich down gehen, obwohl ich habe wieder alle Leute. Na gut, geschafft. Weil meistens ist es, wenn er stirbt, dann geht es noch 2 Runden weiter. Dann geht es halt jetzt ein bisschen, noch ein bisschen weiterer. Weiterer. 3 Runden. Ja, okay. Keine 2, sondern 3 Runden. Den greife ich jetzt gleich, diese ganzen Amateure an hier. Jetzt kommen meine Amateure. Den letzten hier mal. Zack. Und die letzten 2 Amateure. Ich könnte natürlich mir ein Video anschauen, dann würde ich und mal automatisch wieder alles aufladen, aber ich möchte ja kein Dings Werbung anschauen, wenn ich ein Spiel schaue. Wenn ich ein Spiel schaue, wenn ich ein Spiel spiele, keine Werbung anschauen. So, rum. Genau. Gut. Da haben wir schon mal die eine Quest fertig. Hat das sich aufgehangen? Ich habe gerade schon zu schnell gedrückt wahrscheinlich. Der war noch nicht durchgeladen und ich habe schon weiter gedrückt. Von gewissen etwas zu gewinnen, würde ich sagen, kommt dahin zu verlieren. Werde ich Ihnen allen eure Leistung auf Ranglistenplätzen. Ach, der lädt jetzt die Ranglistenplatz. Okay. Deswegen dauert das so lange, weil er hier gerade die Rangliste geladen. Ah, und jetzt will er nicht mehr. Kann ich verstehen. Geht wieder alles normal? Yep. Belohnung abholen. Yippie! Ich will mal kurz den Koala-Bären, dass der für mich da ein bisschen weiterarbeitet. Wow, ich kann das hier, Ausbildungszentrum. Da! Wo bist du, Ausbildungszentrum? Bauen. Jawohl, jetzt habe ich endlich alles. Hier muss ich mal kurz gucken, ob ich da jemanden ausbilden kann. Ja, sicher. Der und der. Ja. Und der. So, jetzt.
Und hier? Da geht nichts mehr. Da habe ich schon die besten. 3333. 3333. Der ist auch 60. Der wird 40 sein. Die sind 40. Die sind 40. 40. 40. Die beiden sind 20. Ein Alien greift an. Schmeiß ihn mit Eis. Beschmeiß ihn mit Eis. Was ist das? Ah, okay. Cool. Das ist neu. Das gefällt mir. Ich probiere mal was aus. Oh, das hat auch geklappt. Nur zwei Spiele? Ach Mensch. Genauso nach so einem Spiel habe ich gestern Abend zufälligerweise gesucht auf mein Handy. Nach so einem Brückenbauspiel. Witzig. Wir engagieren den Koala für 3 Tage. Mal 3 Tage ist scheiße, das kostet 150. Und in den 150 kriegst du diese 150 goldenen Scheißhaufen nicht voll. Das ist mir erst normal immer besser, wenn du hier 15 Tage nimmst. Ist zwar ein bisschen mehr, 450. Aber die kriegst du auf jeden Fall voll in den 15 Tagen. Wenn man das jetzt immer spielt halt. Ansonsten lohnt sich das auch nicht. Also in letzter Zeit spiele ich das fast gar nicht mehr. Deswegen war ich auch schon so lange nicht mehr online. Dann machen wir die nächste Tagesquest mal fertig. Das wäre die hier. Vielleicht einen Kampf im Turnier aus. 7 Kämpfe müsste ich im Turnier machen. Ich werde nur einen Turnier machen. Das sind dann 5 Kämpfe. Ich war wieder auf Dings gegangen, ne? Ich habe die Belohnung auch noch gar nicht abgeholt. Hier, die Belohnung habe ich noch gar nicht geholt. Ja. So, Belohnung abgeholt. Du hast eine Nachricht. Öffnen. Da, 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 da. Und jetzt. Wird schön alles erklärt, weil ich lang wahrscheinlich nicht mal gespielt habe. Über 2 Monate oder 3. Wenn nicht noch länger. Dafür haben wir noch genug Tickets. 299 Turniertickets haben wir. Immer wenn man gewinnt, kriegst du ein Ticket dazu. Deswegen. Ein gefundener Spieler. Ja, okay. Lass wir den mal weitersuchen. Und wir haben noch eine andere Tagesquest. Nicht mehr viel, aber ein paar haben wir noch. Da sind wir gerade bei. Freunde ein Geschenk geben.
Das sieht bei mir schlecht aus, weil ich glaube, ich habe keinen Freund hier. Kein Freund hier. Schade. Gut, ich habe also keinen Freund. Täglich. Das waren die Geschenke. Denn das geht nur, wenn ich mit meiner Gilde in Gildenkrieg gehe. Ich habe zwar eine Gilde, aber dafür müssen die Spieler aktiv sein, mit mir gerade spielen, und es ist gerade nur eine online. Warte, Top Clans. Oh, der Kampf geht schon los. Da oben. 2 Minuten haben wir noch. Machen wir erstmal das hier. Ich habe eine Kampfstärke von 709. Und der hat eine Kampfstärke von 500. 600. Oh, 796. 765. 800. Uiuiui. Ein 400er. Ich kämpfe mal gegen den Starken hier. Oder gegen einen ganz Schwachen. Oh, das Bild ist auch neu. Jawohl. 3 Weihnachtskugeln. Okay, ich bin hier. Ah, ist noch nicht. 30 Sekunden muss ich noch warten. Der hat noch nicht gekämpft. Der noch nicht. Der noch nicht. Watcher. Es gibt so viele Spieler, die Watcher heißen. Okay, ich bin hier. Am meisten Punkte geben die Leute, die vor dir sind. Die geben dann, wenn du gewinnst, bis zu 120 Punkte. Steht auch da. Wenn die Leute hinter dir sind, bis zu 80 Punkte. Also ist am besten, wir nehmen den vorderen. Oh, der ist auch sehr leicht. Ich glaube, den werden wir sowieso gleich überholen. Deswegen, ach, der ist ja noch leichter. Ach, Jemine. Dann nehme ich den 200er. Den Schwächsten, der vor mir ist. Bisschen warten, die nächste Phase. Normal könnte ich jetzt auch hier rausgehen. Zum Beispiel, ich weiß, PvP gegen Spieler zu kämpfen ist auch eine Quest. Das sind hier diese roten Häuser immer. Da muss ich 5 Leute von besiegen. Könnte ich das auch in den Zeitraum machen. Okay, die nächste Runde ist schon gestartet worden. Jetzt machen wir erstmal eine PvP-Runde.
Dann gehen wir zu der Ding jetzt wieder rüber. Okay. In dem Zeitraum, wo ich jetzt spiele, können die anderen sich wieder ein bisschen erholen. Das ist so eine gute Mischung, sage ich jetzt mal. Und wir sind Nummer 1. Wenn ich den Gegner in 10 Sekunden kaputt mache, dann kriege ich genau die Punktzahl. Ansonsten alle 2 Sekunden später geht es ein bisschen runter. Jawohl. Waren 8 Sekunden, 9 Sekunden. Kann ich jetzt schnell nächste PvP-Runde machen, habe noch eine Minute Zeit. Ah, das ist noch nicht ganz heil, aber ich habe ja meinen Heiler dabei, da muss er ihn halt schnell hochheilen am Anfang. Da ist er. Ah, das schaffe ich nicht, muss ich meine Heilung benutzen. Ich habe noch 18 Sekunden Zeit, bis das nächste Turnier anfängt, die nächste Runde. Dann kann ich schnell einmal aufladen, hinzufügen. Ich glaube, jetzt muss ich wieder genau zum Turnier hin. Ich wurde überholt, den werde ich auch nicht besiegen können. Deswegen kämpfen wir gegen die Schwachen weiter. Da muss ich gleich mal gucken, wie viele Leute gegen mich gekämpft haben in der vorigen Runde. Weil ich denke, der hatte gegen mich gekämpft und... Ah, das ist doch der Chat gewesen. Da. Ah, geht doch. Da, gewonnen. Gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Für mich hat noch keiner gekämpft. Nee. Eine Minute. Wie bitte? Ja, esse ich gleich. Okay. Okay, wieder da. Die nächste Runde geht schon wieder los. Die letzte Runde. 5 von 5 Phasen. Ich habe 4-mal gewonnen. Ach, gegen den kann ich vergessen. Das will ich nicht schaffen. Deswegen kämpfe ich jetzt gegen den 511er. Damit ich wenigstens ein bisschen Punkte habe. Es gibt natürlich auch manchmal so Sachen, da bin ich stärker wie der Gegner, aber verliere trotzdem. Aber in diesem Fall nicht. Weil er hat halt eine richtige Kombination, die gut gegen meine Leute ist.
Und ich bin, nein, Vierter. Mist. Ich bin nicht unter den Top 3. Das ärgert mich. Weil die ersten drei kriegen ein gutes Geschenk. Eine Kiste, glaube ich, war es noch dazu. Und die darunter sind. Kriegst, glaube ich, so ein Chip für nächste Turnier. Naja, egal. Will ich dann gleich sehen. In ein paar Sekunden. Dann mache ich meine andere Quest schon mal weiter. Fünf Siegel. Oh, mein Tank ist down. Da ist er wieder. Turnier ist zu Ende. Belohnung abholen. Platz Nummer 4. Ja, nur 100 Flaschen kriege ich dann. 100 Sektflaschen. Gut, dann gehen wir noch mal kurz nach Hause und sei. Den haben wir gerade gemacht, 5 Kämpfe. Und wir müssen noch mal 2 Geschenke, kann ich nicht machen. Genkrieg bin ich nicht bei. Labyrinth, 2 Bosse. Da müsst ihr nochmal ein neu umändern. Da mache ich jetzt gerade die PvP-Quest fertig. Und die Invasion ist immer zu irgendwelchen Uhrzeiten am Tag. Ich weiß leider auch nicht, wann die nächste ist. Steht das hier irgendwo immer? Invasion? Keine Ahnung, wann die nächste Invasion ist. Ich kann trotzdem das nächste Turnier anmelden. In dem Zeitraum mache ich schon mal die PvP-Quest fertig. Da ist noch ein 300er. Schauen wir weiter. 700, 900. Oh, die sind so stark. 400. Und 800. 400er. Oh, hat schon angefangen die Runde. Okay. So.
Punkte. Aber ich bin bestimmt ganz oben jetzt. Keiner ist vor mir. Boah, der ist so stark wie ich. Oh, der ist auch stark. Nimm mal den. Oh, wieder 80. Genau 10 Sekunden. Danach wäre es, glaube ich, alle 2 Sekunden immer um eine Sekunde runtergegangen. Also jetzt erst eine Sekunde und dann 2 Sekunden später wieder eine Sekunde. Gut, dann suchen wir schnell den letzten. Ich brauche noch einen PvP-Kampf. Nehmen wir doch den 345er hier. Wieder gewonnen. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Die Quest fertig und die Quest fertig. Jetzt kann ich noch zu Ende das Turnier machen und können wir einmal hier komme ich leider auch nicht weiter, bin ich noch so schwach für. Ich kann es gleich mal probieren, wenn ich die nächste Runde hier überstanden habe. 160, ich bin immer noch ganz oben. Na gut, das werden keine 80 Punkte mehr werden, aber ich hoffe genug Punkte, um oben zu bleiben. Eieiei, ich glaube, das verliere ich. Oh ne, das gewinne ich doch noch. Das war zum Beispiel eine gute Kombination, wie man gegen mich gewinnen kann. Hinten einer der Stunt und dann nur vorne Tanks. Oh, Arbeit ruft. Ach, es wurde sich verwirrt. Wieder da. Okay. Gekämpft habe ich schon. Schnell. Und dann mal Essen abholen.
Na gut, machen wir das Turnier noch. Ein Kampf und danach probiere ich mal zu schauen, ob ich weiterkomme. Spannung steigt. Wer ist jetzt hier unten? Der geht nach unten. Den müsste ich. 800er? Ne. Warum ist denn der unten? Der hat nur einen Kampf gemacht und dann aufgehört wahrscheinlich. Oh, ich bin nicht mal ganz oben. Oh, der ist besser, wenn ich den kaputt mache. Da, nimm mal den. Jawohl. .339, damit bin ich auf dem dritten Platz. Die beiden sind noch vor mir. 888 und 6. Den könnte ich vielleicht herausfordern, um nochmal ein bisschen mehr Punkte zu holen. Werden wir aber gleich gucken. Dann probiere ich mal einen Kampf, wo ich sage, dass ich da nicht weitergekommen bin. Schauen wir mal. Ich kann Gegner einfrieren. Gebe ich mir eine Heilung. Gebe ich mir ein Schutzschild. Jawohl. Geschafft. Jemand war nicht artig. Subi. Dann, was wollte ich machen? Wieder neu bestücken. Das einmal. Das einmal. Das. Gut. Der nächste Kampf. 708. Der wird schwer. 88. Ich könnte den probieren. Wird aber auch schwer. Aber ich mache es. Bitte. Ah, deswegen hat er wahrscheinlich immer gewonnen. Weil er das Hin- und Her-Porten hat. Bitte, noch ein Schuss. Jawohl. Super. Ich habe den ersten besiegt. Vielleicht bin ich jetzt auch auf den ersten, aber ich denke, der 800er hat auch den ersten angegriffen. Hat er nicht? Boah, nice. Ich bin erst da. Belohnung, ich kriege jetzt die Kiste. Dann schaue ich gleich mal rein in der Kiste, was ich da bekommen habe. Puh. Wo waren die Kiste? Ach, die war in der Tasche, ne? Tasche ist hier. Wo ist sie da?
Oh, ich habe doch noch 7 Stück. Ich mache eine auf. Dann sieht man, was da drin ist. Nur das? Schweinerei. Was sind denn anderen drinne? Lohnt sich ja gar nicht. Okay, das ist eine andere Kiste jetzt. War das die richtige Kiste? War da nur so ein Dreck drin gewesen? So ein Crap-Zeugs? Ah ne, war ein andere. Oder? Nein, das war die blaue. Nochmal schauen bei Nachrichten. Ja, das war die blaue. Also ich fand jetzt, was da drin war, scheiße, brauche ich nicht. So ein Mist. Na gut. Ich bin sowieso jetzt für heute fertig. Meine Tagesquests, die jetzt noch gehen würden, werden die Videos angucken. Geschenke hab, geht nicht bei mir. Mit dem Clankrieg geht nicht. Das Labyrinth, das habe ich selbst noch nicht gespielt. Und die Invasion, die man könnte ich auch noch machen. Also Invasion geht jetzt allerdings nicht, weil es ist keiner da. Kein Alien. Das sind denn so. Das ist ja in Blau und die Invasion ist dann ein lilaner Alien-Dingens drauf. Alien-Kopf. Sowas hier in Lila. Gut. Dann werde ich mal Spiel beenden. Das war's dann für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.